Schon angefangen? Es wird heutzutage nicht mehr gejagt, aber wir von Sephiroth, wir jagen noch immer. Allerdings, wir jagen mit der Musik, weil natürlich es gab sehr viel Jagdmusik am Anfang des 18. Jahrhunderts. Natürlich sind die Hörner dabei, weil das ist das repräsentative Instrument für die Jagd, die Hörner. Und dann dieses typische Hörnerklang wird auch von anderen Instrumenten simuliert. Zum Beispiel bei Domenico Scarlatti in seiner Solo-Sonate für Cembalo La Caccia. Da hört man die typische harmonische Klänge von diesen Hörnern. Und die Jagd ist auch auf ein Cembalo diesmal. Und das ist, was wir spielen heute mit Sephiroth. So, wir versuchen thematische Programme zu suchen, die ein bisschen uns verbinden zum 18. Jahrhundert, vergangene Zeit, aber immer sehr emotionale Musik, die uns rührt, weil wir haben Gefühle noch immer, auch im 21. Jahrhundert. Hoffentlich noch lange Zeit. Dankeschön.